Und ich begrüße dazu jetzt live in Prag Innenminister Karl Nehammer, der dort an einer Konferenz zum Thema Migration mit seinen osteuropäischen Amtskolleginnen teilnimmt. Guten Abend. Guten Abend. Herr Innenminister, beginnen wir doch gleich mit diesem letzten Punkt. Da hat ein Lehrling 6 Jahre lang in Summe erst ein Asylverfahren und dann subsidiären Schutz in Österreich arbeitet, ist bestens integriert. Sein Chef, seine Schulkollegen, seine Umgebung setzen sich ein, dass er da bleiben darf. Er arbeitet in einem Mangelberuf, hat einen Job und plötzlich sagen die Behörden, dein Schutz ist vorbei, wir schicken dich jetzt zurück nach Afghanistan, wo du als 15-Jähriger geflüchtet bist. Wem nützt so etwas? Na, zum einen haben Sie schon angesprochen, ich bin hier in Prag im Treffen von Innenministerkollegen, aber nicht nur aus den osteuropäischen Staaten, sondern morgen auch mit Bundesminister Horst Seehofer der Bundesrepublik Deutschland, um genau das Thema Asyl und Migration zu besprechen und auch hier klarzumachen, wer keine Bleibeberechtigung hat in Europa, muss auch wieder zurückgebracht werden. Und diese Fälle, von denen auch Sie jetzt gerade unlängst berichtet haben, sind ja Fälle, die Gerichte entscheiden und nicht jetzt willkürlich von Behörden einfach so Daumen hoch oder Daumen runter, ob jemand bleiben darf, entschieden werden. Und wenn dann ein Höchstgericht feststellt, dass jemand gehen muss, dann gibt es noch immer die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird zwangsweise abgeschoben. Und wenn zwangsweise abgeschoben wird, dann wird jeder Fall gewissenhaft geprüft, jeder Einzelfall darauf beurteilt, ob die Rückführung auch tatsächlich in ein sicheres Gebiet erfolgt und nur dann wird auch zurückgeschoben. Jetzt gibt es ja gleich mehrere Punkte, die mir dazu einfallen würden. Das erste noch zu diesem ganz konkreten Fall, als diese Geschichte öffentlich bekannt wurde, weil der Anwalt des jungen Mannes recht aktiv ist in seiner Medienarbeit, hat das Innenministerium bei Medien verbreitet, dieser junge Mann sei ein Drogendealer. Als Recherchen herausgebracht haben, dass das einfach nicht gestimmt hat, dass der völlig unbescholten ist, hieß es dann aus ihrem Büro, sorry, wir haben den verwechselt. Wie gibt es denn sowas? Also jetzt bringen Sie mich in eine unangenehme Situation, Herr Wolf, denn Sie wissen, dass ich aufgrund des Amtsgeheimnisses zu Einzelfällen keine Stellung nehmen darf. Aber jetzt, wenn Sie darüber öffentlich berichten, kann morgen dann das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl auch eine Tatsachenfeststellung gegenüber den Medien durchführen. Entscheidend ist, dass es im Asylverfahren mehrere Stadien gibt. Das eine ist, wenn natürlich Schutz gewährt wird und derjenige bleiben darf. Es gibt aber auch die Fälle natürlich, wo Asyl nicht gewährt wird und dann eben zurückgebracht werden muss. Und dann gibt es Fälle, wo Asyl gewährt wird und jemand straffällig wird und der Asylstatus aberkannt wird. Ich kann ab morgen dann die Details zu diesem Fall insofern verlautbaren, warum diese Verwechslung tatsächlich zustande gekommen ist. Entscheidend ist, wenn jemand eine Straftat begeht und da auch verurteilt wird, dann kann der Asylstatus aberkannt werden und dann wird er auch in sein Heimatland zurückgebracht. Und das ist auch richtig und wichtig so. Gut, jetzt müssen wir feststellen, der junge Mann, um den es da gerade geht, hat keine Straftat begangen. Er ist völlig unbescholten. Er hat jetzt letztlich auch humanitäres Bleiberecht bekommen, nach einem monatelangen teuren Rechtsstreit. Warum macht man das nicht gleich bei jemandem, der so lange da ist, der so gut integriert ist und einen Job hat in einer Branche, wo man händeringend in Tirol Menschen sucht? Also, so wie Sie es jetzt auch ausgeführt haben, wird jeder Fall einzeln beurteilt, humanitäres Bleiberecht auch vor jeder Abschiebung noch einmal geprüft. Und wenn das eben nicht zum Tragen kommt, dann wird auch abgeschoben. Sie haben vorhin im Beitrag Afghanistan erwähnt. Abschiebungen nach Afghanistan finden im Einklang mit der Europäischen Union statt. Die hat ein Rückführungsabkommen mit Afghanistan. Wir führen Abschiebecharter gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland, mit Belgien, mit Schweden, mit Finnland und anderen europäischen Staaten durch, die unverdächtig sind, hier eine restriktive Migrationspolitik zu fahren. Aber für alle ist eines gleich, wenn jemand nicht bleiben darf, dann muss er zurückgebracht werden. Entscheidend ist immer die Einzelfallprüfung und nochmals auch in Österreich, die Entscheidungen trifft nicht willkürlich eine Behörde, sondern in der zweiten Instanz ein unabhängiges, weisungsfreies Gericht und in der dritten Instanz ein oberstes Gericht, sprich der Verwaltungsgerichtshof oder das Bundesverfassungsgericht. Hunderte von diesen Entscheidungen für Rückführungen nach Afghanistan haben bis 2019 auf den Gutachten eines Sachverständigen beruht, dem 2019 quasi seine Lizenz als Sachverständiger aberkannt wurde, weil das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, der Mann sei nicht vertrauenswürdig und er erscheine gegenüber afghanischen Asylwerbern voreingenommen. Aber auf Basis seiner Gutachten sind hunderte Menschen nach Afghanistan abgeschoben worden. Können Sie garantieren, dass sowas nicht noch immer passiert? Es gibt da
mehrere Sicherheitsnetze. Das eine Sicherheitsnetz ist, dass wir in Österreich selbst eine umfassende sogenannte Staatendokumentation haben, die beschäftigt sich mit der Sicherheitslage in jedem Land, wo zurückgeschoben wird, also auch in Afghanistan. Da werden bis zu 2000 Quellen herangezogen, um dann zu entscheiden, ja, sicher kann zurückgebracht werden, nein, unsicher geht nicht. Darüber hinaus, das zweite Sicherheitsnetz, vor jeder Abschiebung wird diese Überprüfung nochmals durchgeführt. Und jetzt an dem Beispiel Afghanistan, ist es ein EU-Abkommen mit Afghanistan, das die Rechtsgrundlage bildet und auch die Europäische Asylagentur bis jetzt immer noch sagt, wir können und sollen, wenn es denn notwendig ist, nach Afghanistan zurückschieben. Ich halte das auch für wichtig, allein wenn Sie daran denken, dass bei den nur dieses Jahr durchgeführten Rückführungen 60% derer, die rückgeführt wurden, Straftäter waren, und da sind Straftaten darunter, die also auch verurteilt worden sind wegen dieser Straftaten wie Vergewaltigung, Raub, schwere Körperverletzung. Weil Sie jetzt mehrfach dieses EU-Abkommen erwähnt haben, das lässt es trotzdem im Ermessen der einzelnen Mitgliedstaaten, ob man nach Afghanistan abschiebt oder nicht. Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat sagt ausdrücklich, die Sicherheitslage in Afghanistan lässt Rückführungen nur im Ausnahmefall zu. Trotzdem schiebt Österreich doppelt so viele Menschen nach Afghanistan ab, in absoluten Zahlen, als das sehr, sehr viel größere Deutschland, das viel mehr afghanische Asylwerber hat. Warum? Das liegt an unserer Effizienz. In dem Fall sind wir mal vor den Deutschen. Denn es geht immer darum, dass man auch Rückreisezertifikate für die Abzuschiebenden vom jeweiligen Herkunftsland erhält. Das ist offensichtlich Österreich besser gelungen als Deutschland. Wir organisieren gemeinsam Charter. Horst Seehofer als Innenminister hat ein Riesenthema mit Rückführungen nach Afghanistan. Er alleine hat in der Bundesrepublik Deutschland 30.000 Afghanen, die sich dort nicht mehr aufhalten dürfen und zurückgebracht werden müssen. Also Sie sehen, das ist tatsächlich ein europäisches Thema, ein Thema, das uns alle mit umfasst. Deswegen auch mein Bemühen, dass die EU-Kommission noch viel stärker ihre Bestrebungen darin richtet, dass Rückführungen schneller und effizienter durchgeführt werden. Und Sie haben in Ihrem gerade erwähnten Beitrag auch gesagt, dass wir sozusagen flächig nach Afghanistan abschieben. Das stimmt nicht. Wir prüfen sehr genau, wohin. Es wird jede Region einzeln beurteilt. Und nur wenn dort Sicherheit gewährleistet ist, wird auch dahin zurückgeschoben. Und da sagen jetzt Hilfsorganisationen, da sind ihre Expertisen fragwürdig. Es kommen Menschen in Regionen zurück, wo es gefährlich ist. Allgemein gefährlich ist Afghanistan, ist ein Land, in dem de facto Bürgerkrieg herrscht. Nach Syrien schieben sie nicht ab. Warum dann nach Afghanistan? Das sind unterschiedliche Beurteilungsgrundlagen. Wir orientieren uns hier nach internationalen Maßstäben. Die Europäische Asylagentur sagt, ja, nach Afghanistan kann zurückgeschoben werden. Wir selbst in der Staatendokumentation, wie schon erwähnt, prüfen 2000 Quellen, ob wir zurückschieben können. Und das ist auch richtig und wichtig so. Denn Herr Wolf, wenn wir in der Europäischen Union eine glaubhafte Asyl- und Migrationspolitik tatsächlich leben wollen, muss auch all denen klar sein, die nicht hierbleiben dürfen, dass sie auch wieder gehen müssen. Und auch die Signalwirkung ist enorm wichtig, denn das Signal gilt, in die Herkunftsländer erst sich gar nicht auf den Weg zu machen, tausende Euro oder Dollars Schleppern und der organisierten Kriminalität zu zahlen, weil es hat keinen Erfolg. Am Ende des Tages wird man dann in sein Heimatland zurückgebracht. Diese Signalwirkung scheint aber nicht allzu gut zu greifen. Es gibt eine ganz, ganz neue, sehr umfangreiche Studie zu Menschen, die nach Afghanistan zurückgeschoben wurden aus Deutschland. Und da stellt sich heraus, mehr als ein Viertel von denen, die abgeschoben werden, sind binnen Monaten wieder zurück in Europa. 40% flüchten aus Afghanistan wieder, weil es dort offenbar so unerträglich ist, in andere Länder. Und 90% von denen, die in Afghanistan bleiben, 90% von denen erleben Gewalt. Kann man dahin wirklich abschieben? Soll man dahin wirklich abschieben? Also Österreich organisiert das vollkommen anders. Wir haben eine gute Verbindung zu IOM. Das ist eine UN-Organisation, die sich mit Migration befasst. Das heißt, wenn jemand zwangsrückgeführt wird nach Kabul, dann wird auch da sichergestellt, dass er nicht auf der Straße leben muss, sondern dass er ein Dach über den Kopf hat und einen Staat sozusagen ermöglicht bekommt. Aber wenn jemand freiwillig nach Afghanistan zurückkehrt, gibt es ein langfristiges Projekt, Reintegration, das dafür sorgt, dass derjenige oder diejenigen auch tatsächlich eine Chance haben, wieder eine Existenz zu begründen. Österreich geht hier einen systemischen Ansatz, einen begleiteten Ansatz und, wie gesagt, evaluiert immer auf den Einzelfall hin, ob es gerechtfertigt ist, in die jeweilige Region zurückzuschieben. Und nochmals, es ist notwendig, das zu tun, Herr Wolf.
Österreich leistet über die Maßen hinaus einen großen Beitrag, um Menschen Schutz zu gewähren. Wir sind an der dritten Stelle in der Europäischen Union. 24 EU-Mitgliedstaaten leisten weniger Schutz für flüchtende Menschen, als es Österreich tut. Daher ist es für Österreich wichtig, genau zu prüfen, zu analysieren und auch klarzumachen, wer hier nicht bleiben darf, muss auch wieder gehen. Herr Innenminister, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend nach Prag. Vielen Dank. An dieser Stelle müssen wir uns für heute leider schon von den Zusehern und Zuseherinnen auf Dreisat verabschieden. Danke für Interesse und einen schönen Abend noch aus Wien.